Wache ist beinahe vollkommen. Nichts kann sie aufhalten. Unterschätze Mengs Knecht. Er ist bei weitem der gerissenste Gegner, mit dem wir es je zu tun hatten. Falls ich getötet werde, musst du Kohall mit dem Schwarm verlassen. Fliehen? Das ist nicht die Art der Zerg. Und doch will ich es so. Du wirst meinem Befehl gehorchen und dich mit dem Schwarm auf die Suche nach unserem wahren Feind machen. Finde Amon und vernichte ihn, bevor er den Schwarm erneut versklaven kann. Das werde ich tun. Aber ich plane jetzt einfach mal nicht zu sterben. Ach, so viel zu reden wieder. Jeder hat was zu sagen. Diaka, was sagst du? Die Terraner ahnen nicht, dass du an meiner Seite kämpfst. Sie wissen nichts von den Urzerg. Wir werden ihre Essenzen sammeln. Du wirst sie überraschen. Sie haben unsere psionische Verbindung schon immer gegen uns eingesetzt. Die Urzerg haben diese Verbindung nicht. Die Urzerg brauchen sie nicht. Exakt. Na, ihr seid also immun gegen die psionischen Waffen von denen. Ich habe mehr von den Terranern gesehen als jemals zuvor. In gewisser Weise tun sie mir leid. Wieso das? Sie haben ihre Nationen und ihre Clans. Doch im Inneren ist jeder von ihnen allein. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen, indem ich ihre Essenz in den Schwarm übertrage und sie dann töte. Was für eine Gnade. Hier stehst du nun, vor der Haustür des Gegners. Das Ende ist nah. Ich denke, so einfach wird es nicht werden. Mit Arcturus ist es das nie. Er erwägt immer alle Möglichkeiten. Er weiß, wohin du gehen wirst, bevor du es tust. Aber du warst Teil so vieler seiner Pläne, als Komplize oder Opfer. Den einen oder anderen Trick hast du dir sicher abgeschaut, oder? In der Tat. Wir werden bald sehen, ob ich eine gute Schülerin war. Schauen wir mal. Wir hätten schon so oft scheitern können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Oberfläche erreichen würden. Aber wir haben es geschafft. Du hast uns zu großer Macht geführt. Aber wenn dein Rachefeldzug beendet ist, wirst du uns dann verlassen? Ich bin eins mit dem Schwarm, Isha. Falls wir diese Schlacht überleben, stehen uns noch viel größere bevor. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Ja, so glücklich. Oh, wie eine Familie. Du sitzt in dem Palast wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Doch dein Netz zerreißt, Mengsk. Aber Tour, keine epische Nachricht mehr? Na gut, dann Evolutionsmission. Ultralisken-Gattung bereit für Anpassung. Labor der Liga auf Kohall entdeckt. Experimentieren an Ultralisken. Kann Forschung gegen sie verwenden. Alles klar. Ein wiederbelebender und ein toxischer. Ja, sind unglaublich ausdauernd, die Ultralisten allerdings, wenn sie draufgehen. Ach, so teuer. Aber mit diesem Kokon. Ist ähnlich wie bei den Toren, die sich wiederbeleben können. Xenoforschungslabor der Liga. Metis. Zerg im Inneren. Kann übernehmen. Kann nutzen. Minsk will uns definitiv von ihr fernhalten. Aber wir können seine eigenen Versuchsobjekte gegen ihn verwenden. Ein Ultralisk? Mit dem kann ich eine Menge anrichten. Ultralisk, hörst du mich? Reiß dich los! Kämpf dich zur Tür durch! Töte alles, was dir im Weg steht! Ah! Töten! Sicherheitsteam 4, was geht da drin vor? Gemetzelt. Töte alles, hier Gift. Hier, Atom.
Vernichten! Mehr vernichten! Dort, zerstöre den Generator und befreie die Ultralisken. Toxische Verbindung freigesetzt. Großes Potenzial. Integriere in Ultralisken-Sequenz. Gattung Toxilisk setzt giftige Explosion frei. Fügt Feinden im Zielbereich Schaden zu. Dafür habe ich mich nicht gemeldet! Hä? Wie funktioniert das jetzt? Bin jetzt mit der Aura oder wie? Bring die Situation wieder unter Kontrolle und zwar sofort! Wirkt es auch gegen Maschinen? Tankt diese Exemplare ein oder der Imperator macht euch einen Kopf kürzer! Das brennt! Was macht ihr da? Schießt endlich! Hallo, meine Freunde! Forschungseinrichtung schwer beschädigt. Versuchsobjekte befreit. Gehe zum sekundären Schlachtfeld über. Das Gemetzel hätten wir auch anschauen können. Außenbereiche von Augustgrad. Militärkaserne. Versorgungszentrum. Anlage muss zerstört werden. Experimentelle Nuklearwaffen im Inneren. Diese Brücke wird von Ligatruppen bewacht. Rückt vor, sichert den Zugang. Okay. Wir werden besiegt, kann es sein? Der Panzer wird wehtun. Feuert den Sprengkopf ab! Sofort! Sir, der ist doch in der Testphase. Wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Feuern Sie den verdammten Sprengkopf ab! Sofort! Soll ich mich zurückziehen? Analysiere Schaden. Radioaktive Verbindung infiziert Ultralisk. Mach was draus. Integriere in verkümmerten Evolutionspfad. Gattung Ultralisk. Toraske. Regeneriert totes Gewebe. Belebt Kreatur wieder. Ist die im Kokor unverwundbar oder so? Nicht nachlassen. Wir greifen weiter an. Was sind das für hässliche Biester? Ich bin nicht hässlich. Vernichtet sie ein für alle Mal. Stören. Bei Tod entsteht Kokon, wird unmittelbar wiederbelebt. Er steht wieder auf! Das darf doch nicht wahr sein! Die anderen sind angeschlagen. Okay, das ging recht fix sogar, die Wiederbelebung. Noch ein Sprengkopf! Ja, auf wen schießt ihr denn bitte? Ich werde diese Stadt zu einer verstrahlten Ruine machen, wenn es sein muss. Noch ein Sprengkopf! Der ist aber nicht so cool drauf, der Mensk. Lauft über die Gebäude! Geht es nicht? Zusätzliche Ultralisken bereit. Jawohl! Übergabe jetzt. Party time! Die kommen immer wieder. Ja, ich glaube, das ist eine ultimative Ultralisken-Art. Die mit den Säure haben mir zwar auch sehr gut gefallen, aber Unlimited Value. Anlage zerstört. Waffenexperimente nicht länger möglich. Muss Ultralisken-Sequenz vorbereiten.
Kehre in Evolutionsgrube zurück. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte mit Entscheidung. Ach so, ab. Ah, okay. Das kann man nicht unendlich machen. Und ja, ist auch angreifbar. Das dauert ganz schön lang. Evolution abgeschlossen.